kommt, macht schnell hinein, ey, bevor der Alligator kommt. Wow! Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Jetzt kommt der Alligator. Da drüben war gerade was im Wasser. Ja, ich wollte schon sagen. Der macht eine wahnsinnige Welle. Boah, jetzt habe ich hier seinen Fuß in der Kamera. Hau ab mit dem Stinkefuß. Alter, deine Armee bei sich, ey, ist ja Wahnsinn. Ja, lad schneller nach, Rafa, Mann. Ich könnte ja auch einfach mal in Deckung gehen. Aber das wäre zu einfach. Howdy, meine lieben Cowboys, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Red Dead Redemption 2. Ja, wir setzen natürlich heute in der Hauptstory fort. Und Dutch, sieht er dort oben auf dem Balkon, der wartet schon ganz ungeduldig auf uns. Und wir gehen doch gleich mal zu ihm hin. Ja, und es wird die Zeit bald schon kommen, wo wir Kapitel 4 verlassen. Und ich bin sehr, sehr gespannt drauf, was uns erwarten wird. Wird auf jeden Fall ein anderes Setting werden, so viel kann ich schon mal sagen, aber immer mit der Ruhe. Ja, Dutch, moinsen, Kollege. Gut, da sieht uns noch nicht mal, also gehen wir doch gleich mal nach oben. Hier in unsere gute Stube rein. Hier sind noch ein paar Leichen. Ach nee, das ist, ich wollte schon sagen, eine Leiche, aber ja. Einfach mal so dort liegen, warum auch nicht. Wenn man einen über den Durst getrunken hat, ist das halt so. Kann ich einfach durch, ja. So, Dutch. Was hast du denn für mich? Siehst auf jeden Fall schon ein bisschen nachdenklich aus. But deal with business the right way. We don't need to take revenge, we hardly know the guy. This ain't about revenge. Zeitvertreib auf dem Land. This is about the fact we are planning to rob a bank in his town. A bank that he no doubt protects. A town where his men are gunning for us. Before we do that, we need to put him out of commission. I disagree. There's always an easier way. There ain't no easier way. Now, I know his type. He is a vindictive little power broker who rules by fear. Now, we pull that stunt in his cesspit of a town, we're doomed. You want to leave this place? Leave this country? We need that money. Just don't feel good, Dutch. This is it. This is the last job that we are ever going to pull. Before the year is out, we are going to be harvesting mangoes in Tahiti. Farmers. But we need seed capital, and we need to leave. You know it. I know it. Forgive me if I can't think too much about the mango harvest. This is it. Trust me. Arthur. If it's business, well, business is business. Angelo Bronte stands between us and our future. You'll damn us all. Arthur, come on. You better be right about this one. I am. I've heard that before, and usually I've been right. If you say so. Quit doubting, Arthur. It does no favors. Come on. We need to go see a man about a boat. Ja, Dutch hat sich leider schon oft geirrt. I do still possess some capacity for rational thought, Arthur. Na dann mal los. Okay, also wir greifen jetzt Angelo Bronte direkt an, von Sumpf aus. Oha, also wird das wieder mal ein actiongeladener Part, aber so ist es auch am Ende eines Kapitels meistens. Also set us up, and lest we
Jack. I understand. We just got a lot of pots on the boil, given all the folks who's out gunning for us. You all seem to have forgotten how money is made and what it takes to support 20 people, let alone what it takes to give 20 people a new life overseas. With all due respect, Dutch, is this Tahiti plan really gonna work out? You tell me, Arthur. Is it? Have some goddamn faith. Ja, es ist schwierig, Vertrauen zu haben, ganz ehrlich. For us. I know, but, when did you become so small-minded? If you'd rather we break up the family, go our separate ways, just tell me. Of course not. This isn't a prison camp. I am not forcing anybody to stay. So either we're in this... Ja, Dutch will auch nur das Beste, aber ich weiß nicht, ob seine Schritte manchmal unüberlegt sind. Arthur zumindest hat, ja, also ich habe das Gefühl, dass er ein bisschen dran zweifelt. Was auch absolut verständlich ist. Ich meine, so ein Bankraub, das kann halt auch schnell in die Hose gehen. Vor allem, wenn man sich jetzt mit dem angesehensten Mann in ganz Saint-Denis anlegt, was ja Angelo Buonte nun ist, wie wir alle wissen. Thomas, it is good to see you, my friend. Hello, Mr. Dutch. Thomas, have you met Arthur? Arthur, Thomas is quite the boatman. He's gonna help us get close to our prey. The other night we had quite the adventure fishing for catfish. Now, my friend, can I call in that favor? What do you need? You know Angelo Bronte. Well, exactly. We need to make a social call. We were hoping you could row us in quietly one evening around the back of his house. If anyone can, I can. We'll pay you for your trouble. If you're bringing him trouble, it won't be no trouble for me. Good. My business partner, Jules, he's out on the skiff. I need to check with him. Plus, I need to check the traps. Would you come with me? Of course. Arthur? Why not? Shouldn't take too long if we can find him. Also geht's jetzt erstmal wandern hier in der Nacht im Sumpf. Ja, ich wollte schon sagen, Alligatoren. Great. Come now, Arthur. It'll take more than a prehistoric reptile to scare you, surely. I just want to see you meet your match when it comes to an aging predator with a big mouth, Dutch. Arthur here is something of a comedian, Thomas. More of a jester than a gunslinger. Well, if you say so, Mr. Dutch. Ja, mach mich nur noch schlecht. Come on this way. Follow me here. And stay on the high ground. You call it. Ah, ich sehe schon welche. Ah, hier vorne ist. Oder ist es ein Schwein? Got a couple of crayfish traps up ahead. Ah. Und hier ist eine Schlange oder mehrere Schlangen. Oha. Ja, jetzt mache ich mir noch meine schöne Hose hier dreckig. Durchsuche die Fallen. Ja, was haben wir denn da? Nix. Na toll. This one's empty. Alright. I got a few more set over this way. Come on. I don't want them. Just touch my leg. Mr. Duck. You show you the right fellas to be going after Angelo Bronte? Oh, he's much more the kind of reptile I can handle. Ich hab grad ein bisschen Angst hier im Wasser. Make sure you follow my line. Oh, I fully intend to, Thomas. You too, da drüben ist schon ein Alligator. You can see why even in swamp wading hasn't caught on as a pastime, can't you? I love it out here. Peace. Nobody bothering you now. Ja, natürlich stört es keinen. Ich meine, hallo? Yep, some strange people around these parts. Wilder than the animals they are. Well, this just gets better and better.
Alter, wir kommen doch nie wieder raus, ey. Wo hat denn da seine Fallen platziert? Ist er lebensmüde? Aber ja, das Nachtvolk hat er ja schon erwähnt. Das haben wir auch schon in einem Part durchgenommen. Das Thema komplett. Oha. Wird mir gar nicht angezeigt. Doch. Ja, ich bewege mich mal ein bisschen. Jetzt habe ich tatsächlich ein bisschen Angst. Ach, ich höre dich doch nicht auf. Hab doch mal keine Angst. Na und? Oh, hier drüben warten. Oh, die sind jetzt untergetaucht, oder? Shit. Ey, wir werden doch bestimmt gleich attackiert, ne? 100 pro. Ja, dann helfen wir den guten Mal. Oh, das wurde zerfressen. What is? There's been talk of a big old bull, but people talk a lot of nonsense. I guess this was... No, but only something huge could do this. Oh. Fantastic. Let's hope it bites you first, Dutch. Should we just keep moving? I don't really want to hang around here much longer. Hast du jetzt Angst, oder was? I suppose this can wait. Let's go. Mann, brauchst keine Angst zu haben. Alter, wo hat er denn seine Fallen platziert? Ey, ich raste hier noch aus. Ja, Wahnsinn. Na toll. Eine Alligatorfamilie oder was? Na, schönen Dank auch. My God, there's no shortage of them. Ja, nee. Ah, Mann, wie ich mich fühle hier an dem Sumpf, da habe ich richtig Panik. Oh, Scheiße, wurde da gefressen? Ja, natürlich, noch aufteilen. Na toll. Ja, vor allem ich allein und die schön zu zweit, ist klar. Habe ich überhaupt eine Knarre? Ja. Aber ob ich sie auswählen kann, ist die Frage. Ja, vorne ist doch ein Alligator, ne? Ich sehe es halt auch nicht. Nein! Noch die Lampe, Mann. Aber ich kann auf jeden Fall eine Waffe auswählen. Ja, kommt doch so eine Welle, das muss doch einer sein, oder? Da drüben. Mal ein bisschen ja umgucken, nicht, dass ich noch rechts in einen reinrenne, wenn ich die ganze Zeit nach links gucke. Gut, da drüben ist das Suchgebiet. Na los, komm schon. Schnell, 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 schnell. Hey, someone there? Ach, hier drüben, da ist eine Falle. Okay. Ja, seht ihr ihn? Da drüben hängt er. Warte mal, ich gehe mal jetzt hier von Land zu Land. Ja, was hängst denn du da rum? Mann. Ja, ich komme ja schon. Ja, und jetzt? Ja, rufe Jules, ich weiß doch nur, wo er ist. Zwei? Hey, you in a tree. What are you doing? There's a monster.
Oh Gott. Oh nein. Oh shit. Oh, jetzt kommt doch bestimmt das Vieh, ey. Ja, natürlich, ne? Wo auch sonst? Und jetzt? Der klettert da drauf. Ja, wo rennst du jetzt hin, Arthur? Ich meine, ich bewege mich gerade nicht, aber... Achso. Du gehst automatisch zum Boot. Alles klar. Oh shit, jetzt kommt das Vieh bestimmt, oder? Oh nein! Bitte komm nicht, bitte komm nicht, bitte komm nicht, bitte komm nicht! Oh, da kommt doch bestimmt jetzt. Ah, kommt, macht schnell hinein, ey, bevor der Alligator kommt. Oh, sehr schön. Oh, Mann. Also ich hätte den jetzt echt erwartet, ne? Huge, Thomas. Twice as big as I ever seen. Twice as angry, too. Nonsense. Wow! Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Yeah, I thought we cleared. You're gonna need to jump in and pull us free. Oh, nee. Yeah, just do it. We'll take you a minute. Jetzt kommt der Alligator. Jetzt kommt das Vieh, oder? You'll see any giant monster long before it gets anywhere near you. Nee, das glaub ich nicht. Der ist bestimmt unterm Boot. Ja, wieso läufst denn du so lang? Nimm doch einfach das Seil so und zieh. Idiot. Da drüben war gerade was im Wasser. Ja, ich wollte schon sagen. Vor allem ich? Aus dem Ruderboot steigen, bist du wahnsinnig? Nö, ich rette den nicht, ist mir egal. Was? Alter, ich soll mich jetzt mit dem Riesenalligator anlegen, oder was? Ja, schön, Dutch, dass du einfach so deinen Kameraden aufs Spiel jetzt setzt. Und ihr könntet mir auch ruhig mal hinterher schwimmen. Na, nee, das ist ja immer noch auf einer Baumwurzel. Shit. Ja, kommt doch mal zu mir. In die Richtung geschwommen. Oh Mann, ey. Ja, ich bin doch schon da. Ah, los. Komm, rette ihn. Ja, wo ist er denn? Ja, wie soll ich ihn jetzt finden? Der ist unter Wasser. Oh. Ach, hier. Komm, komm. Scheiße, der Alligator, ey. Ich muss doch bestimmt gleich gegen den kämpfen. So, jetzt. Los, jetzt aber schnell, aber schnell, aber schnell. Alter, der blutet wie ein Schwein. Ja, ich versuch's doch schon. Alter, da ist hinter mir der Alligator. Oh Gott, das muss ein Riesenvieh sein. Der macht eine wahnsinnige Welle. Boah, jetzt habe ich hier seinen Fuß in der Kamera. Hau ab mit dem Stinkefuß. Komm schon. Alter, da kommt immer näher. Los! Renn doch mal! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Los, 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 los! Ja, jetzt leg den da drauf und spring rein, Mann! Los, 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 los! Oh! Sehr schön! Wo ist er? Hier drüben! Alter!
Alter, was ist das schon viel? Erledige den Riesenalligator. Ja, was soll ich mit meiner kleinen Knarre da ausrichten? Komm schon! Ja, hast du jetzt auf mich geschossen, Dutch? Alter, also dein Bein ist im Arsch. Aber das war's doch jetzt nicht mit dem Alligator, oder? Oh Gott. Tut mir leid. I've stopped the bleeding. I think he'll be okay. If he don't get a fever, we can bring down a fever. A fever is the least of our worries. Look who's been. Oh shit! Komm schon! Bam! Ja, ich versuch's. Alter, wie viele Kugeln da aushält, ist ja Wahnsinn. Shit. Nein. Ja, ja. Wo ist er denn? Ja, der hat bestimmt noch nicht genug. Sorry, Jules. Guess all them stories was true. Big and mad. That's unusual. Normally the little one's angry. Big one's is lazy. Well, I guess he never outgrew his anger. Kind of reminds me of you, Arthur. You know, I don't think I've ever seen you squeal before, Dutch. I weren't the one squealing. Yeah, well, you weren't in the water with him. And this poor boy was nearly dinner. Can we get some help? Jules been bitten. Oh, my God. There's a monster out here. He's been bitten, but he's alive. Just keep him warm. Feed him garlic for the infection. Thank you. Both of you. I'm at your service anytime you need. Thank you, Thomas. Where can we find you? You just meet me back here. Very good. Can one of you help me put the boat back out? Sure. I'm gonna head back to camp and placate the irritable Miss O'Shea, who's causing more trouble. I'll collect the boys. Meet you back here, Arthur. Mr. Arthur? Old Bronte. Bad man. I know. Killed some good folks. Hurt a lot of people. Well, he definitely lacks a certain charm. I'll see you soon. You be safe. We got monsters out here. Well. Ja, anscheinend geht's direkt weiter mit der Mission an, oder? Oh, das war jetzt eine geile Mission. Aber heißt das, wir können den Alligator noch finden? Aber auf jeden Fall krass. Aber wir reiten jetzt auf jeden Fall direkt, ja, zur Mission hin. Eigentlich hätte ich es schön gefunden, wenn man das ja gleich im Anschluss machen könnte, aber ja. Ist halt so. Ava will ja auch noch ein bisschen schlafen. Ich esse auch noch ein paar Bohnen. Damit wir volle Energie sind. Wenn wir das jetzt machen, wo müssen wir denn überhaupt hin? Okay, hoch. Also nicht so weit weg zum Glück. Aber Dutch hat jetzt alle nochmal gesammelt. Und jetzt werden wir wahrscheinlich wirklich Angelo Bronte überfallen. Und ich hoffe nicht, dass wir jetzt nochmal auf den Alligator stoßen. Wenn ja, will ich ihn auf jeden Fall jetzt ausrotten. Ich weiß halt auch nicht, ob es sich um ein legendäres Tier handelt. Aber das werden wir auf jeden Fall, wenn es so ist, noch rausfinden. Okay, die ganzen Leute stehen hier.
Ja, hallo, mein Guter. Oh, ich habe schon alle Waffen bei mir. Sehr schön. Das klappt doch schon mal. Hab ich hier noch irgendwas? Kann ich hier in die Hütte rein? Nee, schade. Okay, dann schauen wir doch mal, was uns jetzt erwartet. Rache ist ein Gericht, das man am besten, das am besten serviert wird. Hey Bill, you were a sharpshooter in the cavalry, weren't you? What? When we get there, maybe you could help with the suppression fire. I never said I was no sharpshooter. Oh, that's right. What was it? The nation's most loyal latrine digger. Wasn't that it? Yeah, well, I fought, and I fought well. So you always tell us. Taught me something you could do with learning. Them Indians were savages. Watch them out there, boy. Watch it. Only type of savage in these parts are moonshine, swilling, pompous, inbred locals. Dutch, I saw things out there. I don't doubt you saw things, Bill, but your tiny little mind was too small to comprehend what you saw. What you saw was people who lost everything to savagery. Savagery of peasants. Failures come from Europe to reap some awful vengeance on God's last creation. Interesting way you boys gotta prepare for a killing. I'm sorry I wasted my life trying to teach you boys. Love you though, I do. Well, leaving love aside, you think we got this? Don't you never leave love aside, Arthur. It's all we got. Oh nein, da ist das Riesenvieh. Nein. Greift es uns jetzt noch an, oder was? Shit. Ja, aber wahrscheinlich wieder bei der Heimkehr, oder? Oder das Boot ist dann weg. Aber gut, das ist jetzt erstmal die geringste Sorge. Oh Mann, was soll ich denn eigentlich für eine Knarre nehmen? Pump Action Flinte habe ich noch. Ja, gut, wir nehmen mal das Repetiergewehr. Lenny, Bill, you're with me. Arthur, John, you take the left side. If you see a shot, you take it. Okay? Good luck, gentlemen. Arthur. Ja, dir auch viel Glück oder euch. Folge John. Oha, oha, ich bin gespannt. Jetzt wird's spannend. Ach, komm. Jetzt wird doch bestimmt gleich geballert. Soll ich die abknallen? Ja, ich knall die jetzt ab. Bam! Hier noch einer. Nice! Es läuft. Es läuft ziemlich gut. Ah, hier oben sind gerade noch welche aus dem Balkon gekommen. Und beide schnell erlegt. Alter, deine Armee bei sich, ey, ist ja Wahnsinn. Komm, komm, komm. Ach Mist. Nein! Wie kann ich den nicht treffen? Na los, komm. Ja, lad schneller nach, Raffer, Mann. Ich könnte ja auch einfach mal in Deckung gehen. Aber das wäre zu einfach. Los, komm. Ja, erstmal Muni einsammeln hier. Holla, die Waldfee. Ging das hier ab. Na los. Eintreten. Warte mal, ich muss noch mal Munition hier aufnehmen. Okay. Ach, Mist.
Oh, habe ich die Flinte jetzt? Mann, lass mich doch einfach schießen, ihr Nullen. Alter, da hast du eine Schrotflinte gehabt, oder was? Schöner Headshot. Nice. Alle, die den Rest, ja, machen sie. Suche oben nach Brunter. Oh. Ciao. Ah, schön. Das Fenster. Alter, ist das ja eine Leichenhalle. Ja, was willst du denn? Ach, Mist. Und ciao. So, wo geht's weiter, ja? Wo sind diese Kunden alle? Okay, hier geht's offenbar rein. Hier rein können wir nicht. Dann schauen wir doch mal hier rein. Nee, hier ist keiner. So, wo könnte er noch sein? Mal hier rein. Eintreten und können wir hier noch rein? Schnell noch auf den Balkon. Oder? Kann ich hier einfach durchschießen und raus? Ja. Shit, wo sind die Leichen hin? Och man. Ich will die noch schön plündern. Oh, $4 wenigstens. Okay. Dann müsste sich Bronte hier befinden. Also rein. Wo ist er? Alter! Ah, in der Badewanne. So, jetzt mal gucken, ob ich noch irgendwas plündern kann hier. Ah, hier ist er. Mit seiner halbautomatischen. Jawohl, sehr schön. Platinring haben die hier. Nice, ich hätte eigentlich mal alle Leichen durchsuchen sollen. Sonst hat er ja nichts. Oh. Bronte können wir auch noch plündern, das machen wir auch auf jeden Fall. 155 Dollar, jawoll. Da hat sich doch gelohnt, gleich mal. Ah, und was haben wir hier noch für eine Waffe? Warte mal. Leg ihn mal ab. Kannst du den ablegen? Nö. Shit, was war denn das hier für eine Waffe? Habe ich die jetzt aufgenommen? Double Action Revolver? Ah, keine Ahnung. Ja, okay. Aber jetzt kommen auf jeden Fall die Cops. So viel steht fest. Gesucht A vor morgen, Nahtlasse. Na, jetzt kommen die hier rein, oder was? Bäm! Jetzt aber ganz schnell raus. Also, wir können überhaupt nicht rennen, ne? Oh, es kommt schon. Wo sind die? Hier. Ey, schöner Headshot. Ja, gut, hier hinten sind jetzt noch drei, aber die sind ja null Problem. Au. Komm schon. Au, hinter mir ist noch einer. Na los, lad doch nach.
Eis. Ah, hier hinten. Oh, Mist. Komm schon, komm schon. Jawohl. Kannst schön liegen bleiben. Ja, ja. Das mache ich auf jeden Fall. Ja, wo ist denn das Boot? Ach, hier. Shit, was mit Lenny? Oh, gut. Hatte schon Angst. Yep. Oh, hey, big man. We gonna ransom you or what? You're pathetic. Oh, I am. Because from where I'm sitting, you're the one deserving of pity, my friend. All your men, all your money. It weren't no match for a bunch of bumpkins. You are nothing. You do nothing. You mean nothing. You stand for nothing. Me, I run a city. And when the law catch up to you, you will die like nothing. I am this country. You are what people are running from. I possess things that you will never understand. You don't even possess your own men. $1,000 to the man who kills him and sets me free. Ah, gute Entscheidung, Jungs. They are even bigger fools than you. No doubt. The law will find you. Already, the dogs are on the way. Oh, yeah. Oh, you're right. You are so right. They are good at smelling filth, huh? So filth has got to be disposed of. Your friends, the Pinkertons, are gonna come and rescue you, you repulsive little maggot. Oh shit, jetzt kommt der Alligator. Call them now. Oh no. You call them. Shit. Weakness. That part. I don't know. Well, I do. It ain't nice. I know it. But it is us or him. I figure it might as well be him. Ja, ich bin gerade ein bisschen schockiert, weil ich dachte jetzt eigentlich, dass wir ja den lieben Bronte irgendwie benutzen, um hier rauszukommen, aber Dutch hat ihn jetzt eiskalt an den Alligatoren verfressen. Und Arthur war auch sichtlich geschockt, beziehungsweise auch über die Art, wie er ihn umgebracht hat. Einfach, dass er ihn, ja, verfressen hat. Das passt einfach nicht so zu Dutch, ehrlich gesagt. Aber nun gut. Leute, ich bin auf jeden Fall jetzt sehr gespannt, was uns in der nächsten Mission erwarten wird. Das wird dann die letzte Mission in Kapitel 4 sein und die wird äußerst krass. Also freut euch auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und ciao. Euer Beschix.